Hat 1280 Kilojoule gespeichert. Aha. Sehr gut. Und damit kann man sich sozusagen sein Vanilla verbessern. Das hier ist jetzt gerade eine Technikmodifikation, weil ich mich ja eigentlich viel für Technik interessiere. Jetzt zum Beispiel haben wir einen kleinen Alloy Furnace. Da fehlen halt nur noch die Bricks. Wenn ich es gerade noch richtig gesehen habe, einen Ofen. Genau. Der Ofen fehlt auch noch. Es sieht aus wie eine Modifikation, ist allerdings ein Datapack. Genau, zwei, vier Kupfer noch. Ich würde am liebsten gleich nochmal ans Büchlein dann reingucken, wie. Ich gucke jetzt mal rein. Was wir so alles für eine Quarry benötigen. Tier, zwei Ressourcen. Conductive Ingot, Steel Ingot. Structural Ingot, das heißt, oh, je, gut, dass wir haufenweise Lapis haben. Solargenerator, zwei Data-Sensoren haben wir noch übrig. Biogenerator. Von der Chorus Flower. Die haben wir, glaube ich, nicht. Grinder. Geil. Das ist, Entschuldigung für den Ausdruck, aber das ist wirklich geil. Mit dem Grinder können wir wirklich Kies und Sand herstellen. Geil. Quarry. Mines are 11x11 hole down to bedrock breaking and. Cool. Eine Autofarm. Hoi. Lava Fabricator. Item Reform, uiuiui. Mob Grinder. Haha. Super Pisten. Geil. Oh ja, ein Autofischer. Ender Generators, Spawner Mover ist gut. Chunk Loader, Teleporter, Disenchant, ui. Nein, ich wollte. Nein. Aber hatte ich das schon gemacht? Ja, von denen hatte ich schon einen Screenshot gemacht. Schade. Titanium Ingot, Reinforced Structure Ingot. Prismarin brauchen wir dafür. Ender Ingot. Dragon Breaths. Das heißt, wir müssen den Enderdrachen besiegen. Nether Star, das ist ein Wither. Ender Generator. Cool. Nein, es ist kostenlos. Also der Link ist ja direkt unten in der Infobox von diesem Stream. Und dann kannst du dir das runterladen und dann halt. Musst du noch das Ressourcenpack runterladen? Dann einfach bloß mal bei YouTube schauen, Minecraft Datapacks installieren. Da kommt halt nur ein englisches Video, allerdings ist das relativ einfach erklärt. Spawner Mover, dafür brauchen wir Schalker. Okay, den kann man bloß einmal benutzen, Spawner Controller. Cool.
Junkloader, das ist ein weiter Weg. Teleporter. Due to a random teleporter set on grid ID. Disenchanter, eieiei. Genau. Nuklearkraft. Ist okay, nukleare Ressourcen. Uraniumerze, findbar für 1 bis 24. Eine Zentrifuge. Uiuiui. Reaktor Observer. Ja, ist. Ja, Gadgets. XP-Tank, Tin Copper Steel, Structure Armor. Ganz. Müssen wir eigentlich komplett besinder. Echolocator. XP-Tank. Geil, es ist ja halt zum Rantesten. Ich fange ja wirklich von Tier 1 an. Ich muss erstmal gleich hier schlafen gehen. Es sieht schwer aus. Es ist auch viel mit Farmen zu tun. Allerdings nicht so, dass es jetzt hier unbedingt sein muss. Ich mach's jetzt gerade nur, weil ich daran Fun hab. Technik, Mod, Fan bin. Es gibt zwar jetzt schon wieder ein neues Feed the Beast Sky Block Adventure Map. Allerdings ist halt bloß ein Adventure, ist halt nicht so hier hardcore wie Feed the Beast Continuum. Schade, dass die Welt nicht mehr lädt. Aber okay, Kupfer Armor, Tin Armor, Steel Armor, Conductive Tools. Okay, die sind so schnell wie Gold, haben allerdings die Geschwindigkeit von, oder die Haltbarkeit von Eisen. Cool. Charging Station. Okay. Titanium Tools. Eieiei. Das sind jetzt eigentlich, ist halt jetzt quasi nur das Endgame hier. Das sind jetzt die Armor Upgrades. Plasma Gun. Submachine Gun, Rifle. Pistol, Sniper, uiuiui. Stonecutter, Die Machine, Auto Shootbox. Einfach bloß mal ein bisschen jetzt durchgucken. Ist jetzt gerade nur mal auch für mich neu. Unlimited Storage Unit. Ja, 2 Milliarden zum Beispiel Cobblestones. Ich habe mir jetzt gerade hier die einfach bloß mal durch. Ich weiß, wir wollten jetzt noch kleiner den Alloy Furnace machen, aber einfach mal hier alles durchgucken. Fast Hopper, Ender Hopper, cool. Dein Cutter. Alles klar. Färbemaschine.
Okay, wir sind durch. Das heißt, zurückklicken. Okay, Shift, links klicken, man kommt wenigstens zu den Tieren zurück, wo man ist. Wir waren ja bei Tier 1 und sind jetzt eigentlich dabei, den Electric Furnace zu basteln. Wofür uns jetzt nur noch unsere Bricks fehlen. So, kurz warten. Alloy Furnace. Sehr schön. Wenn wir den jetzt daneben stellen, können wir die eigentlich dann schmelzen. Gucken wir gleich mal. Nein, so rum. Okay, Electrical Furnace. Ja, es ist weit, allerdings, wir fangen jetzt hier gerade mal mit Tier 1 an. Halt, so rum. Das andere ist halt High-End-Game. Gut, Tier 2 geht auch noch. Gut, Stahl ist ein bisschen. Muss man halt einen Alloy-Smelter machen, den wir jetzt gerade gebaut haben. Okay, ist doch nicht so extrem schwierig. Ist halt ein Alloy-Furnace. Hätten sie hinschreiben können. Allerdings sehr viel Farm. Allerdings gibt es halt dann für dann die Quarry. Sieht eigentlich relativ einfach aus. Wir brauchen halt nur Solargeneratoren. Der auch relativ einfach ist. Man braucht halt bloß viel Kohle. Wir brauchen 10 Eisen, 10 Flint und 20 Kohle. Da machen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen Stahl. Flint haben wir ja ein bisschen was. 10 Flint, 10 Eisen. Kohle. Haben wir hier noch ein bisschen. 20 Kohle, mal schauen. Tier 1 ist sozusagen der Grundstart. So, Rechtsklick und er ist weg. So, Multimeter. Jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken hier. Energy Network. Batterien. Energy Relay brauchen wir jetzt. Oder muss ich eine Batterie dazwischen schalten? Okay, dann machen wir uns mal die einfachste Batterie. Dafür brauchen wir mal wieder. Müssen wir sogar bald noch Zinnfarmen gehen. Ja, das war gerade falsch rum. So. Dann brauchten wir dafür Wolle. 16 Redstone. Da muss man noch ein bisschen Redstone holen. Ne, die lädt nicht mehr. Hab versucht, die zu starten, weil ich ja auch wieder mal weiterspielen wollte. Nix. Ich hab's mal eine halbe Stunde laden lassen. Nix. Hätte fast verzweifeln können. Ich weiß auch nicht, woran sie jetzt lag. Nein, im Ofen bitte nicht. Jetzt brauchen wir Wolle.
Ich werde viel bauen wollen. Wie schon gesagt, das Fonds wird auch noch entstehen. Jetzt müssen wir eigentlich erstmal hier ein bisschen. Nochmal. Slash. Trigger. Mesh Grid. ID. Set. Null. Okay, Entschuldigung. T. Das ist. Schlimm. Das Setup. So rum speichern, dankeschön. Jetzt probiere ich es nochmal. Wir haben ja ein paar Bögen über. Okay, wir müssen wirklich eine Batterie bauen. Und dafür brauchen wir einiges an Strings oder halt dann Schafe. Ja, ist sehr schlimm. Aber es freut mich, dass ich etwas helfen konnte. Strings 4. Wir brauchen viel mehr Strings. Oder halt dann Schafe. Weiße Wolle. Okay. Ich habe doch irgendwann mal Schafe geschoren. Oder Schafe geklatscht. Oder geschubst, besser gesagt. Ich habe sie geschubst. Damit ich Screenshots machen kann. Das ist ja kein Wecker an sich, das ist ja nur ein Timer, dass ich so ungefähr alle 20 Minuten halt mal einen Screenshot mache, weil ich wollte jetzt mal wieder normale Screenshots durchbringen. Komm. Noch mehr. Okay, müssen wir uns mal eine Schere gleich basteln. Die Schere wird gebastelt. Wenn ich zu leise bin, schreibt ruhig mal gerne das Kommentar. Ich höre das manchmal nicht so gut und sehe das auch gerade eher schlechter als rechter auf meinem linken Monitor, aufgrund dessen Mikrofonstativ. Hier haben wir noch ein paar Strings. Das könnte gerade so langen. Gerade so. Gut, dann haben wir übrigens gleich die erste Batterie. Aha. So, Clay. Alles klar, jetzt funktioniert's. Es funktioniert. Alles klar. Und jetzt wird Stahl hergestellt. Stahl. Stahlhart. Stahlhart, okay.